Science City Jena trat am Sonntag das letzte Mal vor heimischem Publikum auf. Jedenfalls in der derzeitigen Vorbereitungsphase auf die neue Saison. Ja, wir werden jetzt noch 2 Wochen lang relativ intensiv und viel an den Details arbeiten, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Wir haben jetzt nächste Woche nochmal ein sehr interessantes Spiel auch in Würzburg, die ja auch als einer der mit wahrscheinlich besten Pro-A-Mannschaften für die kommende Saison gehandelt werden. Dann die Woche drauf spielen wir in Erfurt gegen Gotha. Das wird unser letztes Vorbereitungsspiel sein und ab da beginnt eigentlich dann auch die ganz gezielte Vorbereitung auf das Spiel in Karlsruhe. Nach der Niederlage gegen das Pro-B-Team vom Nürnberger BC folgte am Sonntag das Spiel gegen die Erstligisten aus Weißenfels. Dabei trafen die in Weiß-Rot spielenden Jenaer auf einen Altbekannten. Björn Harmsen, Trainer des MBC, hatte vor wenigen Jahren die Saalestädter in die erste Liga geführt. Weißenfels sollte an dem Wochenende eigentlich gegen die Zweitliga-Favoriten des FC Bayern spielen, die das Turnier allerdings kurzfristig abgesagt hatten. So gab es ein Mitteldeutschland-Derby. Über weite Strecken müde sich Jena gegen den MBC zu punkten. Kurzzeitig betrug der Abstand 15 Zehner. Erst im dritten Spielabschnitt konnte Jena durch Christian Hoffmann ausgleichen. Doch am Ende hatte Weißenfels die besseren Nerven. Jena verlor mit 55:63 das zweite Vorbereitungsspiel des Wochenendes. Ich denke so in der Summe, wir sind nicht so schlecht, wie es das Ergebnis von gestern aussagt. Wir sind auch jetzt nicht auf dem gleichen Level wie der MBC, was man bei einem relativ knappen Spielverlauf vielleicht für heute vermuten könnte. Wir sind irgendwo zwischendrin und da werden wir auch noch viel Arbeit zu tun haben, um letztendlich dahin zu kommen, wo wir beim ersten Spieltag in Karlsruhe sein wollen. Dann hoffen wir mehr davon oder davon zu sehen. Das erste Heimspiel der neuen Saison wird Jena am 2. Oktober gegen Bayern München bestreiten.